Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play God of War. Wir sind, wie ich denke, relativ nah am Ende unserer Mission hier in Athen. Zumindest sofern meine Vermutung mit dem anstehenden Bosskampf sich bestätigen sollte. Und ja, wir sehen mal, ob ich da recht hatte oder nicht. Ja, irgendwo hier müsste es hochgehen, ja genau. Wo muss ich hier? Oh, Entschuldigung, da war kurz der... So. Der Mauszeiger sollte da nicht hin. Ah, Medusenkopf rausnehmen. Medusenkopf rausnehmen. Wie war das gleich? Ah, genau. Was? Also so und Medusas Kopf abreißen. Na los, komm schon. So und weg mit dem Kopf. Na bitte. Gut, und jetzt? Die sehen bröckelig aus. Ich nehme mal an, dass ich die zerstören kann. Okay. Ah! Na bitte. Hat tatsächlich was gebracht. Oh oh. Nein, 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 nein! Okay, machen wir hier mal lieber anders. Warum kann ich den nicht benutzen? Ja, das Poseidon-Teil kann ich nicht mehr benutzen. Merkwürdig. Boah, ihr geht mir gerade super auf den Sack, Leute. Boah. Oh 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 oh. Nein! Was? Oh oh. Oh, ich glaube, ich sterbe jetzt. Jetzt sterbe ich. Boah, Mann. Sorry, die haben mich gerade super voll gespammt hier. Was? Wieder? Ah, muss ich den Teil nochmal... Ah, nee, nicht schon wieder. Es dauert immer so lange, diese dummen Medusen kaputt zu schlagen. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Das ging mir jetzt echt fix gerade. Oh, oh, nein. Mal. Nee, nicht zu weit. So. Okay, also... Normaler Schwierigkeitsgrad reicht für mich vollstens aus. Schwieriger muss echt nicht sein. Dann wird es nämlich frustig oder zumindest nicht ganz Let's Play-freundlich, würde ich sagen. So, und... zum Scheißteil. Das sind echt die härtesten Gegner gefühlt so. Weil
die halt so oft angreifen. Die haben ungeahnt viel Stamina, die Burschen. Um jetzt hier mal den Dark Souls Termini zu sprechen. Taktik geht dann wohl doch, wie es scheint. Man muss halt echt im richtigen Moment blocken, dann geht's. Ah, Fressenfutter. So. Gott, werde ich morgen meine Hand weh haben. Es geht echt in die Finger, das ganze Backengemäsche hier. Sehnenentzündung, ahoi. Oh, so. Gut, dann schießen wir hier mal irgendwas kaputt. Wie sich das gehört. Ah, okay. Seilspann. Ah, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Einmal schön die gleiche Taktik hier versuchen. Never change running system. Und immer erst eine Seite außen und dann die andere. Oh. Okay. Ach, verdammt. Oh. Reicht's mir aber hier. Boah, habt ihr das gesehen? Man kann die zwei teilen? Also in puncto Brutalität macht dem Kratos so schnell keiner was vor, würde ich sagen. Huiuiui. Oh. Dem ist nicht so wirklich lecker Kirschen essen. So. Was? Oh nein. Muss ich jetzt wieder den ganzen Weg hoch? Ja, muss ich. Ah, Steuerung. Ja, tut mir leid, Leute. Selbst die Musik hatte keinen Bock mehr. Du-di-du. Ach, die Musik hat wieder Lust. Sehr gut. Da-da-da. Sehr spannend, so wie ich ganz... wie ich hier so ganz allein rüberhange. Ohne Gegner. Letztes Mal war Speichern das Spiel, diesmal ist, wie gut kann man die Spielexperience zerstören, wenn man nicht so vorgeht wie geplant. Energie habe ich noch. Oh. Na, ja, lieber mal die Truhe öffnen. Ob hier wohl was Großes, Böses ist, das mich töten möchte? Hm. Ah, kann man die anheben? Das heißt, vorhin hätte ich hier eine Tür öffnen können und ich habe es nicht gemacht. Oha. Verdammt. Oh, das ist die Tür von vorhin. Hoha. Ey, gutes Level-Design. Das hatte gerade echt was von Dark Souls. Nee, so. Naja. Ah.
ziehen. Euch bringe ich Manieren bei. Ich möchte keine Spartan Rage an denen jetzt verschwenden, ehrlich gesagt. Okay, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Euch mache ich kalt. Okay, das war dumm, das war dumm. Was ist das dumm? Warum kann ich das nicht anhalten? Warum kann ich das nicht anhalten? Oh. Jo, das war dämlich. Ah, dabei wusste ich es eigentlich. Ich hätte es besser gewusst. Was wollen wir wetten? Dass was auch immer jetzt auf mich zukommt, super schwer werden wird. Was auch immer jetzt auf mich zukommt, was habe ich heute gesagt? Keine Ahnung. Sehr, sehr schwer werden wird und ich mir wünschen werde, ich hätte meine Spartan Rage behalten. Um genau das zu überleben. Ja, ihr seht es schon, das ist ganz klar Vorbereitung auf einen Bosskampf. Okay, und jetzt? Ah, Moment. Da kann ich doch rüber. Ah, okay, nee, da kommt hier. Gut. Also runter. Oder komme ich daher? Nee, ist so. Das ist richtig, das ist richtig. Okay. Und was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Do not fear, Kratos. I am the Oracle of Athens, here to help you defeat Ares. Find my temple to the east, and I will show you how to murder a god. Okay, wir müssen also einen Tempel finden. Okay, das ist genau die Szene, die ich gemeint hatte vorhin. Erstmal speichern. Speichern. Immer schon speichern. So. Okay. Ist hier auf beiden Seiten runter? Okay, hier geht's auf jeden Fall mal lang. Wo geht's auf der rechten Seite lang? Mal schauen. Hier geht's auch runter. Oder? Ja. Moment mal. Osten, Westen. Oh, ich bin so schlecht mit den Himmelsrichtungen. Wie war das noch gleich? War links Osten oder links Westen?
Mal überlegen. Im Westen geht dieses... Oh, okay, nee, nee, nee. Westen ist links. Also, und sie hat gesagt Osten. Also muss ich rechts. Ich muss rechts, ich muss rechts. Rechts runter. Ja, Moment, ich muss hier nur kurz was wegstellen. So. Okay. Hey, das muss damals inszenatorisch echt krass gewesen sein. So. So, hier ist dann der Tempel, wie ich annehme. Ah, noch eins. Gut, gut. Merkwürdige Kamera gerade. Okay. Kann ich hier was tun? Wahrscheinlich muss ich hochklettern, oder? Hm. Kann ich das nicht? Okay, also ich nehme jetzt mal an, dass ich zurück muss und irgendwas einsammeln kann, womit ich die Tür öffne. Womit ich meine Entscheidung gerade nach außen zu gehen absolut als hinfällig bezeichnen lässt. Wenn ich eh in beide Richtungen einmal gehen muss. So. Na, hier runter. Merkwürdige Stufen übrigens. Scheinen sehr viele Rollstuhlfahrer gehabt zu haben damals im antiken Athen. Na toll. Und natürlich habe ich gerade gar keine Fähigkeit mehr. Okay, da komme ich gerade nicht ran. Ganz schön hartnäckige Burschen hier. Aha. Ihr geht mir gerade voll auf die Eier. So, friss das. Ein bisschen, als ob man einem Hund Medizin verabreichen würde. Na, ah, noch so ein Typ. Come on, come on. Nee, lass dich doch mal greifen, Mann. Lass dich mich umarmen. Mich, dich. So, und... Boah, dieses Button-Gemäsche muss echt nicht sein.
Button-Mashing! Wie lange soll das hier noch so gehen? Mann. Für alle, die sich schon mal gefragt haben, ab wann man von Spielstrecken redet, jetzt spricht man davon. Das hier ist wirklich nur da, um die Spielzeit zu strecken. Denn Spaß macht das hier gerade nicht. Soll ich das hier 3 Tage lang machen, oder was? Was zur... Ist das ein Bug? Sollen hier wirklich so lange Gegner nachspawnen? Das ist gerade echt Arbeit, das hier. Wie lange dauert das noch hier? Mann. Okay, ich muss wahrscheinlich irgendwas anderes machen, weil das kann ja nicht normal sein. Vielleicht muss der... Ja, komm du mal hierher. Komm. So. Nee, noch nicht. So, jetzt. Nee. Okay, es soll also ein Rätsel sein. Gut, jetzt habe ich es erkannt. Lauf. Ach, natürlich nicht. Das muss doch zu schaffen sein. Roll. Ja, geht doch. Oh. Okay, trotzdem ein bisschen lazy Game Designing. Eigentlich von der Idee her ganz okay, aber naja. Hätte jetzt nicht sein müssen. Okay, ich gehe erstmal hoch. Schauen wir an, was da so ist. Oh, nicht runterfallen. Ah, da ist eine Truhe. Oh, und hier auch. Okay. Panzersteuerung in Gebäuden. So. Komme ich da rüber? Okay, hier muss ich von unten. So. Ich hab echt meine Unterarme weh vom vielen Button-Gemesch, ey. Kann ich hier schon wieder ein Power-Up? Nee, noch nicht, aber fast. Fast. Na, noch ein paar Gegner, dann geht das. So. Yay, Medusa, mein Lieblingsgegner. Ey, verhindern gerade echt diese doofen Bogenschützen, dass ich sie töte? Na, wartet. Wenn ich euch in die Finger kriege.
hier was? Nee, ne? So, noch eine Kiste. Ups. Oh. Das Gebäude war wohl ein bisschen baufällig. Hier ist nichts. Die haben aber auch kleine Wohnungen. Müssen sehr kleine Menschen sein, die da drin wohnen. Ich wusste gar nicht, dass die Athener so klein sind. Ich meine, die können doch... Also leben die in der Kiste oder... Naja. Da merkt man, dass das doch eher fürs Gameplay gedacht ist und nicht wirklich nachvollziehbar in die Welt gesetzt wurde. Ja. Oho, das ist ja ein gutes Stückchen. Nicht schlecht. Ah, noch vier Stück. Gefährliche Situation, wenn die hier mit ihren Riesenhämmern rumschwingen und ich zugleich mit einer Medusa zu kämpfen habe. Nein, 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 nein. Wollte man nix, war wohl nix. Schon. Boah, wie viele halten die denn aus? Nein, nicht den Zivilisten töten, Mann. Hast den falschen gegriffen da. Mann, Mann, Mann. Greift er einfach den Zivilisten und tötet den auf die brutalste Art und Weise. Super. Komm, lass es geschehen. Hat's doch eine gute Zeit. Jetzt leg dich einfach hin und lass den Onkel Doktor. Ah, oh Mann. Ich kann kein Buttonmashing mehr betreiben. Meine Finger tun weh. Mein Unterarm ist halb tot. Mann, Mann, Mann. Ah, oh Gott. Gott sei Dank ist das jetzt vorbei. Und ich denke. Bis nächstes Mal hat sich mein Unterarm hoffentlich erholt. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls euch mein kleines Let's Play Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like oder Kommentar da oder abonniert doch bitte gleich meinen Channel. Und ja, bis nächstes Mal, einen schönen Abend und tschüss.